Der Archon-Priest möchte gerne getötet werden. In ja. Folge 31. Und zwar am besten, ohne dass ich jetzt sterbe. Hast du schon wieder so viele gefaustet? Ich habe gerade eben eine ganze Menge von den Kleinviechern weggefaustet. Na, dann mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, ohne zu sterben. Ja! Bin extra, ja toll, ich bin tot. Bin extra in Deckung gerannt und plötzlich steht er neben mir. Danke. Toll. Ihr könnt mich gerne wiederbeleben. Ich bin jederzeit dazu bereit, wiederbelebt zu werden. Ich stehe auch schön in Deckung. Ja, Kubadub, Dankeschön. In Ermangelung eines Sprachchats, einfach nur Dankeschön. Oh, Servitoren. Och nö, oder? Reicht der nicht schon alleine hier? Ah, wie der sich wieder teleportiert, ey. Ein Nervsack. Hey du. Au, au, au. 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 Nein! Ah, der Raketenwerfer ging ja sonst wohin, nur nicht in ihn. Na, wo ist er? Hinten bei euch. Ah. Ja, Volltreffer. Baby. Baby. Ich hab mal super reingeworfen. Ja, das war, glaube ich, keine so schlechte Idee. Au, au, au. Warum steht denn der immer plötzlich neben mir? Mann, schon wieder tot. Er hat gerade all die ganzen Kleinen kaputt gemacht. Der andere. Jetzt habt ihr mich beide wiederbelebt. Ja, schön. Dankeschön. Ufa! Plötzlich. Ja, das macht er schon die ganze Zeit so. Ich habe das Gefühl, ich lenke den die ganze Zeit auf mich, so mehr oder weniger. Dass er immer neben mir stehen kann. Hey du. So, einmal gehauen und wieder tot. Es ist unglaublich. Ich wollte nur einmal meine starke Nahkampfattacke loswerden. Mann, der Penner schießt immer die ganzen Kleinen, die ich wegpausten will. Das geht mir auf den Sack. Warte, ich bitte dich mal kurz wieder. Jetzt ist er gerade hochgesprungen. Das ist lieb. Hier ist ein Servitor. Aber ist nicht so schlimm. Sogar ein hoher Servitor. Wahnsinn. Die gibt es also auch noch in der hohen und in der niedrigen Variante. Jetzt lasst mich doch mal in Frieden, ey. Gibt's doch nicht. Na komm, wo ist er? Da oben. Komm, du Mistbacke. Und das vierte Mal gestorben. Irre. Irre gut. Ne. Super klasse. Yay, ich werde wieder belebt. So, ich hab Nahkampfdinger erwischt. Jetzt kann ich mich mehr auf ihn konzentrieren, eventuell auf Tod in Kauf nehmen. Das wäre schön, ja. Ich konzentriere mich schon die ganze Zeit nur auf ihn. Und sterb ständig. Ach fuck, und schon wieder tot! Weil er immer direkt neben mir steht. Langsam nervt's mich richtig. Fünfmal schon. Das Gefühl, der geht die ganze Zeit nur auf mich. Ja, der andere ist ja auch mit sich selbst beschäftigt. Ja, der belebt mich wenigstens ununterbrochen wieder. Zumindest so viel muss man ihm lassen. Ist wahrscheinlich ein verkappter Sanitäter. Und ja, er ist die Klasse Sanitäter. Wait a moment. Ja. Da ist noch Servitor. Ach komm, kommt schon wieder so ein Ninja hier angeschüpft. Und schon wieder tot. Es ist doch scheiße. Ah, jetzt steht er direkt neben Koopa. Nein, Koopa, nicht sterben. Koopa ist tot. Jetzt nicht krepieren. Ja. Ich war schon auf dem Weg zu dir. Oh Mann,
Wieso springt denn der so hin und her? Ich treffe den nicht. Ach. Lass mich doch mal wenigstens kurz weggehen, du blöder Riesen. Mann, lauf mir nicht immer hinterher, du Mistkerl. Jetzt lass mich doch einfach mal weg hier. Kurz entspannen, ein bisschen ausruhen. Was labert der da eigentlich die ganze Zeit? Versteht man nicht. Keine Ahnung. Und schon steht er wieder neben mir. Super. Ja, super. Super ist auch charged. Ja, bei mir auch. Wenn er das nächste Mal direkt neben mir steht, kriegt dann ins Gesicht. Ach, ich bin wieder tot übrigens. Nein, er ist weggelaufen. Er ist aus meinem Super rausgelaufen. Und here we go again. Au! Apropos Super. Gefühl, den interessiert das auch alles gar nicht. Nee, so richtig nicht, ne? Auf welchem Level war der Strike nochmal? Level 14? Ja, war... Kannst du mir sagen, wie lange das dauern soll? Der hat ja noch mehr Lebenspunkte im Verhältnis dann als der blöde Walker auf der Erde im Kosmodrom-Strike. Ja. Also, das ist ja albern, Bungie. Das ist albern. Vor allen Dingen, warum haben denn die Kämpfe... Warum dauern die denn einfach so lange, haben aber keine verschiedenen Phasen? Also so richtig. Warum kann er denn sein Verhalten nicht ändern nach der Hälfte des Kampfes oder so? Oder drei Phasen, so wie bei jedem normalen Videospiel. Warum hat er einfach nur ganz viele Lebenspunkte? Ist jetzt kein besonders gutes Boss-Design, also... Nee. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ein bisschen verändern sich die... bei dem habe ich es jetzt noch nicht beobachtet, aber bei anderen Bossen habe ich das schon beobachtet, dass sie so leicht ihr Verhalten verändern. Aber nicht so richtig wirklich. Das ist mir noch nicht so richtig aufgefallen. Also der Walker auf der Erde, der macht auch immer dasselbe. Nee, aber zum Beispiel auf dem Mars in dem einen Strike, der eine Panzer, der große, der verändert so ein bisschen das Verhalten im Laufe der Zeit. Der schießt dann auch noch so eine Superketen ab. Superketen. Und wahrscheinlich hat Bungie dann ein paar Wochen dran gearbeitet, dass so. Oh, man könnte doch, dass der sich so verändert und so. Gibt's das nicht schon seit 30 Jahren bei Videospielen? Nee, aber das erfinden wir jetzt gerade. Ich sag nur Suchraketen. Oh, irre. Klingt so sinnvoll. Ich habe jetzt drei Raketen ihm auf den Kopf geschossen. Er hat irgendwie 3% Leben verloren. Ich mach mal da unten den Scharfschützen kurz tot. Ich bin tot. Ich war nicht der Scharfschütze, falls du das verwechselt hast. Nein, es war so ein Ninja, der Koopa Duck jetzt auch gleich tötet. Nein, der hat's überlebt. Nur ich stehe wieder doof da. Aber Koopa, unser alter Sunny, ist mal wieder am Start. Na, irgendeinen Sinn muss er ja haben. Naja, kämpft ja auch ganz proper mit. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten ist er. Ja. Boah, ey. Aber jetzt hat er doch schon nichts mehr. Jetzt kommt noch mein Super. Ja. Dann könnte es das ja auch langsam mal gewesen sein. Komm schon! Ja! Ja! Here we go! Toll. Here we go! Cool! The Archon Priest is dead. Na, das haben wir doch mal souverän gelöst. Ja, also, problemlos. Bin 11-mal gestorben. Was schön war das. Ja, die Zuschauer haben bestimmt mitgezählt. Ich schätze jetzt mal, es waren so 8 oder so. 11 war vielleicht ein bisschen viel. So, ist hier noch was? Bestimmt steht hier wieder irgendwo eine goldene Kiste, aber die suche ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keine gesehen. Ja, du warst ja überall mal. Ja, klasse. Strike, wunderbar. Das ist dann der zweite, den wir gemeinsam hier im Let's Play geschafft haben, ne? Ja. Bisher hatten wir nur den auf der Erde. Den auf dem Mond haben wir noch nicht geschafft. Den auf dem Mond, da sind wir zu doof zu. Na, wir können ja den gleich noch den Nexus hinten ranhängen. Den Nexus? Ist das der zweite? Ja. Dann... zwei Sachen drin. Ja, wow. Und beide Level 12, Wahnsinn. Beide letzte Scheiß, ja. Ah, das hat sich doch... Darauf ein Schluck Tee, das hat sich gelohnt. So. So erfolgreich wie schon der Bild. Das ist irre. Das ist einfach nur irre. Ja, hängen wir den gleich noch dran, dann ist das jetzt hier die große Folge 30 Jubiläums, Folge 30 und 31, richtig. Jubiläums Doppelstrike Geschichte. Muss nur ganz kurz Ach ja, du bist ja der Chef. Verkaufen. Ja.
Das kann ich machen, wenn er lädt. Genau. Also erstmal zur Venus. Zur Venus, wir fliegen zur Venus und ich verkaufe Kram. Eine und Level 2 Shotgun. Der Nexus. Woohoo! Und ich habe ganz schlechte Handschuhe gefunden. Und so weiter und so fort. Ja, danke. Jetzt hat er mich ganz kurz aus dem Menü rausgeschmissen. Und eine Level 12, eine blaue Rüstung, die genau die Hälfte von allem hatte, was ich hatte. Ja, was ich jetzt habe. Ich habe wieder zwei grüne Helme gefunden. Na, ich nur einen. Aber der ist dafür auch ganz besonders scheiße. So. Gut, wie weit ist meine lilane Waffe? Nicht sehr weit. Irgendwie 5% Erfahrung. Wenn du nachher Sachen abgibst, dann kriegst du. Geht's ein bisschen schneller, ja. Stimmt schon. Ach, so stelle ich mir meine Sonntagmorgen nur immer vor, Nick. Weißt du? Das ist schön. Ja. Story ich auch. A world-eating machine transforming Venus into another link in their intergalactic. Lass mich das kurz übersetzen. Wir müssen etwas töten. Am besten alles. The Nexus must be stopped. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Mit freundlicher Unterstützung von, wie heißt der Dritte? Hab ich jetzt nicht gelesen. Sehen wir ja gleich. Ja, auch nicht. Von unserem neuen besten Freund, wie ich ihn auch nenne. Alright, let's go find this Nexus. Let's go find this Nexus, yeah. Ah, mir fehlt jetzt noch ein oder zwei Licht oder so. Ich bin jetzt am Ende von 24. Ich hab grad meinen Beinschutz voll aufgerüstet. Ja. So ein Mist aber das auch. Ist ja echt blöd. Ach, hier ist wieder die Stelle, wo man so gut Leute wegfausten kann. Fausten kann, hallo, entschuldigt mal, Leute. Alle schießen mir hier meine Fausttypen kaputt. Ich fass es nicht. So, gucken wir nochmal, wer also ist denn jetzt hier? Ich faust die auch teilweise weg. Ja, aber nicht der Hüpfer hier, Ziguru84. Ach, unser werter Mitspieler. Ja. So, wo müssen wir rein? Da hinten muss noch rein. Ich muss noch 1800 Erfahrungen sammeln. Hast du wieder die 9000 Erfahrungen angenommen? Ja. Ich muss noch 28 Leute wegfausten. Na, das habe ich ja bald. Schön. Also ich werde jetzt auch noch so ein bisschen nur noch in der letzten Reihe stehen und alles wegschießen von denen. Klingt gut. Bis ich die 1500 Erfahrungen gesammelt habe. Na, dann lassen wir ihn vorrennen. Der macht jetzt den ganzen Stress. Ach, hier sind wir jetzt. Das kenne ich doch noch irgendwoher. So, jetzt müssen wir die Servitors besiegen. 3 Stück. Ja. Aber das und ich komme natürlich nicht hoch. Ach komm, das nervt doch langsam. Ich komme hier. Ja, ich habe das schon wieder umgestellt hier auf eine andere Art von Sprung und ich komme wieder nirgendwo vernünftig hoch. Und schon wieder 2 weggefaustet. Yay. Ach, da oben waren die drin, ne? Ja. Ein paar von denen wollten gerade rückwärts fliehen. Ich habe sie dann jetzt mal fausttechnisch entsorgt. Da hinten ist der Servitor. Oh, ich habe bald wieder eine Grimoire-Karte freigespielt. Noch mehr Story, die ich euch dann brühwarm auftischen kann. Sehr gut. Es ist zwar kein großer Spaß, sich das alles bei Bungie nett durchzulesen, aber wenn sie einem nun mal keine andere Möglichkeit geben, dann und man will was wissen über das Spiel, dann muss man es halt machen. Oh, da liegt ein blauer Gegenstand. Dann nehme ich den mal mit. Collect Loot. Oh, hier ist eine goldene Kiste. Hast du die schon? Wo? Hier, wo ich gerade bin. Nein. Nimm sie mit, Nick. Sogar, geil, eine goldene Blauer Kiste noch mitgenommen. Ja, na immerhin. Besser als nix. So. Denk dran, ein bisschen zurück dich halten, ne? Nicht sterben. Ja, ich habe noch volles Leben. Warum stehe ich auch direkt neben dem Servitor? Ja, ist vielleicht besser, wenn du da mal einen Schritt dich zurückhältst. Ich hab grad 5 Leute hintereinander weggefaustet. Oh Mann, da fühlt man sich ein bisschen wie Chuck Norris. Ah, ich stehe auch direkt neben dem scheiß Auge. Ich zieh mich mal
geflissentlich hier in den Eingangsbereich zurück, ins Foyer. Ich hätte da aber noch einen Super, den der Servitor gerne abbekommen darf. Ah, das war nicht so erfolgreich. Wo ist er? Da. Oh, schwebt doch nicht immer weg. Bleib doch einfach mal stehen, Junge. Hinten liegen jetzt 4 Sphären des Lichts. Okay. Ja. Okay, the upper level's open. Wo ist hinten? Na, hinten rechts, sogar jetzt gerade aus. Ach, ich seh's. I see them. Und fast super voll. Sehr gut. Hier oben geht's weiter, naja. Sind wir richtig. Ja, das habt ihr, glaube ich, auf jeden Fall schon so deutlich einfacher als das, was wir letztens gemacht haben. Ja, ja, wir haben die neulich schon mal außerhalb der Aufnahme einmal probiert und sind halt sowas von grandios hier 10-mal gescheitert. Ja, aber dann Level 20 oder so, ne? Oder 22, ja, glaube ich sogar. Level 22, ich war Level 20 und du warst genau 22, glaube ich. Ja. Irgendwie so war das. Und das war nicht so gut gewesen. Das war schlecht, ja. Okay, haben wir. Was nur? Da hinten lang. Die Treppe hoch. Das Treppsche. Hüpf. Ah, 105 Erfahrung. Ja, dann noch 3 Gegner und dann hast du das. Bitte, beim dritten sterbe ich. Ja, ich guck mal kurz, wie viele ich noch brauche. 17 von 30 habe ich schon, also 13 noch. Okay. Kommt, meine kleinen Freunde. I'm detecting a massive surge from the dig site below us. We're getting close, ist nicht so gut. Der Sigu fragt sich auch die ganze Zeit, warum ich so doof bin und immer nach vorne renne. Aber ich denke, er weiß das halbwegs. Ja, ich bin unaufhaltsam. Dann renn durch! Mach sie alle tot! Stirb bei den letzten 10 Erfahrungen. Okay, hier haben wir alles. Endlich kann ich wieder sterben. Juhu! Dann nutze es aus und stirb. Ich verliere gleich Kamikaze. Ja. Darauf habe ich gehofft. So, noch ungefähr 10 brauche ich jetzt. Das sollte doch machbar sein. Nur die Frage, ob jetzt beim großen Finale das eine gute Idee ist. Minotaurus. 2 Minotauren und ich sterbe. Oh oh, warum steht denn der immer direkt neben mir? Ich will den aber nicht neben mir haben. Ah! Oh, jetzt ist er wieder weg. Gott sei Dank. Ist ausgeschaltet. Ah, jetzt kommen sie von hinten auch noch. Ja. Ja, Minotaurus ist weg. Coolo. Zweiter da unten noch. So, mein Schild weg. Der hat's gleich, ja. Tot. Tot. Haben wir Ruhe? Wir haben Ruhe. Gut, Leute. Kurze Pause. Geht nächste Folge weiter. Bis dann. Ciao.